Entschuldigen Sie. Meinen Quellen zufolge waren Sie kürzlich in einem Lagerhaus. Haben Sie vielleicht zufällig einem Mr. Thax fragwürdige Transportpapiere zukommen lassen? Sie sahen verdächtig aus, also habe ich Sie weitergeleitet. Ich vertrete Mr. Thax. Er ist Ihnen sehr dankbar. Bitte nehmen Sie das als Belohnung dafür an, dass Sie ihn auf die Unregelmäßigkeiten aufmerksam gemacht haben. Was geschieht jetzt mit der Spediteurin, die Thax hintergangen hat? Das kommt darauf an, wie ernst gemeint Ihre Entschuldigung ist und wie weit es mit Ihrer Bereitschaft aussieht, den Fehler wieder gut zu machen. Brauchen Sie Hilfe bei der Suche nach der Person, die Thax hintergangen hat? Danke, aber das wird nicht nötig sein. Mr. Thax wird eine Reihe von höflichen Telefonaten führen. Hoffentlich ist dann keine Konfrontation mehr nötig. Es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und damit sind wir wieder auf Ilium. Das Gespräch kam jetzt... Was? Abtrünnigen Punkte? Bitte? Das Gespräch kam jetzt sofort, als wir auf der Normandie aus der Normandie raus sind. Deswegen hat es jetzt gleich wieder damit angefangen. Aber was soll's. Wir sind wieder auf Ilium und wir müssten irgendwo noch ein Datenpad finden jetzt, das wir für Ish holen müssen. Ich kann mich jetzt gerade übrigens gar nicht mehr daran erinnern, wer Thax war. Selektives Gedächtnis, ne? Haben wir das mal wieder. Okay, schauen wir einfach mal, was wir da haben. Ist das hier mit... Nein, das war nebenan. So, Idiom, Systeme hacken? Nee, doch nicht. War es doch bei... Ach hier, Pakete für Ish. Im Eternity auf Idiom. Alles klar, dann machen wir da doch direkt mal hin. Und dann möchte ich mich... dem Shadow Broker DLC widmen. Das machen wir als nächstes. Man hat uns immer gesagt, Ilium sei einer der sichersten Orte der Galaxie, bis man vom Raster fällt. Unterzeichne den falschen Vertrag, begib dich in die falsche Gesellschaft oder geh die falsche Gasse entlang. Und schon ist es genauso gefährlich wie überall. Lassen Sie sich nicht täuschen. Ja, sorry, Garrus, jetzt habe ich dich abgebrochen, dadurch, dass ich weitergelaufen bin, aber... Ja, es ist nicht sicherer als auf Omega, das haben wir ja schon festgestellt. Es ist zwar kultivierter, aber letztendlich ist es auch nicht groß anders. So. Mal aufrichten in Eternity. Liegt das vielleicht schon hier rum? Nee. Da brauchen wir dann bloß noch das eine. Halt, da war es doch gerade schon irgendwo. Hier, da hinten. Verdienst jemanden, der dich respektiert. Und dann können wir auch mal nach Omega zurück, um das abzugeben. An Galana Lmay. Thema Transportrouten in die Terminus-Systeme. Keine Sorge, unser Kontakt ist ein ehrbarer Batterianer namens Anto. Er ist einer von Arya Tealoaks Handlangern, aber wir schmieren ihn ordentlich und er wird für eine sichere Reise durch die Systeme sorgen. Solange Arya von all dem nichts mitkriegt, kann uns nichts passieren. Beste Grüße, Valeria. Oh, ich glaube, gegen Anto wird es so langsam eng. So, und die Quarianerin rafft es immer noch nicht, dass der Turianer was von ihr will. Apropos Quarianer und Turianer, wo sind eigentlich meine beiden? Ach, hier. Genau, Garrus und Tali. Es ist übrigens so, wenn man mit Tali, beziehungsweise als weiblicher Shepherd mit Garrus, keine Beziehung anfängt, kommen diese beiden im dritten Teil dann zusammen. Das ist das einzige Pärchen, das sich von sich aus bildet, wenn man da nicht dazwischen funkt, was wir in dem Fall tun. Und deswegen hat Garrus halt einfach mal Pech gehabt. Tut mir leid für ihn, aber ist halt so. Gut, okay. Nyx Zaris sitzt immer noch. Wir gehen rein zu Lyara und geben ihr mal die Daten, die wir erhalten haben. Shepard, schön, Sie wiederzusehen. Also, was kann ich für Sie tun? Wie läuft's bei Ihnen so? Jeder braucht Informationen, Shepard. Wollen Sie wissen, warum ich nicht alles stehen und liegen lasse und mit Ihnen komme? Weil ich diese Daten brauche. Es sollte um Freundschaft oder um Vertrauen gehen. Aber so funktioniert das hier auf Ilium nicht. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie sich in diese Terminals hacken. Falls Sie das tun, kann ich danach mit Ihnen reden. Achso, warte mal. Ich habe doch mich schon in das Terminal... Ach, sind es mehrere Terminals? Kann das sein? Wenn es Ihnen hilft, wenn ich... Okay. Wenn Sie sich an so einer Stelle reinhacken, wird in der... Danke, Shepard. Ja, ich kürze das mal ab. Offenbar scheinen mir noch andere Terminals hacken zu müssen. Dann machen wir das doch erstmal. Gut, müssen wir halt wieder auf die Suche gehen. Ich bin auch der Meinung, dass das die hier waren. So, wir gucken mal ganz kurz nach. Codex ist falsch, Tagebuch will ich haben. Und zwar bei den Missionen Shadow Broker. Cerberus, nein, hier oben, Systeme hacken. Lyara bat um Hilfe beim Hacken von Systemen auf Ilium.
um an wertvolle Daten zu kommen. Nach dem Hacken eines Systems kann er bla 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 bla. Ja, das haben wir doch aber gemacht. Oder? Wir gehen nochmal rüber. Ich will jetzt das Shadow Broker DLC machen. Verdammt nochmal. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das schon gemacht haben beim letzten Mal. Dass wir uns da schon drum gekümmert haben. Nochmals vielen Dank. Sie haben ja keine Ahnung, was das für meine Familie bedeutet. Oh ja, kein Problem. Also nochmal hier rüber gegangen. So, dann schauen wir halt einfach nochmal. Vielleicht gibt es auch mehrere davon. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber es gibt uns keiner. Selbst ja noch nirgendwo was gesehen in der Art. Ich weiß nicht. Ich finde es immer noch schrecklich, dass so etwas legalisiert wird. Das ist nicht mehr? Okay. Alle Gefahren stehen klar und deutlich auf der Verpackung. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Weißt du, dass Erinia mit Kunden, die keine Asari sind, nicht mal spricht? Die Sache mit dem Reinblut ist praktisch ihre Religion oder sowas. Okay, hier ist nichts mehr. Ich wollte noch mal kurz gucken, ob in dem Shop noch was ist. Die Citadel ihre Töchter verloren haben. Ja, klar. Und davor war der Kontakt mit ihr bestimmt die reinste Freude. Okay, dann schauen wir noch mal kurz hier drüben in der Ecke. Vielleicht ist hier... Ach, warte mal. Terminal hacken, siehst du mal. Ha, es gibt tatsächlich noch ein paar davon. Verrückt. Gut, dann machen wir die eben auch noch fix. Was ja nicht so das Problem sein wird. Na, wann kommt's denn? Ich weiß nicht, wie viele das sind, aber... Ich hatte irgendwie so 5 in Erinnerung, aber ich hatte auch gedacht, dass das die anderen Terminals sind. Hat ja ewig gedauert jetzt. Okay, schauen wir mal. Bist du sicher, dass die Waffen und Panzerungen von Thor selbst die Richtung scheint richtig zu sein? Ja, meine Freunde. So, wo ist es denn? Hier irgendwo? Ach hier. Ich stehe schon fast davor. Lass unsere gleißende Sonne und den umhüllenden Regen deine geschmeidige Schönheit zu Stärke verbiegen. Denn wenn unsere Liebe Bestand haben soll, muss sie Dornen ausbilden, um die Hand eines jeden zu pieksen, der sie entwurzeln will. Ach, wie schön. Korganische Lyrik. Übrigens hat der Korganer sie dieser Asari vorgetragen. Was wollen Sie? Tut mir leid, tut mir leid. Die Liebesgedichte des verdammten Kroganers zerren an meinen Nerven. Belästigt sie dieser Kroganer? Nein, nein, Sie müssen ihm nicht wehtun oder sowas. Er ist harmlos. Was bei einem Kroganer kaum zu glauben ist, ich weiß. Sein Name ist Char. Wir sind miteinander ausgegangen, aber im Moment sind wir getrennt. Er will mir zeigen, wie sensibel er ist, indem er mich, naja, umwirbt. Wirklich schlimm. Warum sind Sie beide gerade getrennt? Er meint es ernst. Also mit Kindern und so. Das volle Programm. Zum Ausgehen ist Char super, aber was Dauerhaftes? Kroganer leben sehr lange. Das ist nicht wie bei Menschen, wo man nur 100 Jahre durchhalten muss, weil sie dann von selber sterben. Nichts für ungut. Ich habe mich gefragt, ob er mich wirklich mag oder ob er nur Kinder will. Er kann ja sonst keine haben, wissen Sie? Wegen der Genophage. Das klingt nach einer Frage, die Sie ihm direkt stellen sollten. Habe ich. Ich glaube, ihm ist gar nicht klar, dass unsere Kinder immer Asari wären. Nicht-Asari begreifen oft nicht, dass wir keine Alien-DNS aufnehmen, sondern damit nur kleinere Teile der genetischen Information zufällig verteilen. Jedenfalls war Char danach sehr lange still. Schließlich sagte er, dass er unsere Mädchen auf jeden Fall lieben würde, egal welche Farbe sie hätten. Es ist nicht alltäglich, dass eine Asari mit einem Kroganer ausgeht. Was hat sie beide zusammengeführt? Er ist ein lustiger Kerl. Ziemlich klug, vor allem für einen Kroganer. Und er hat einen guten Job als Transporttechniker. Ein paar Jahrhunderte lang macht die Arbeit als Söldnerin oder als Tänzerin in Bars Spaß. Aber irgendwann kommt man nun mal in die matronale Phase, wissen Sie? Dann lässt man sich die Rückentätowierung entfernen, wartet, bis die Haare wieder ihre natürliche Blaufärbung annehmen und lässt sich mit jemandem nieder, der verlässlich ist. Sie müssen mit Ihrem Freund reden, sonst hört er mit seiner Poesie gar nicht mehr auf. Ich weiß, aber es ist so schwer. Ich mag ihn sehr. Verdammt, ich liebe ihn sogar. Aber ich weiß nicht, ob er für eine dauerhafte Beziehung taugt. Sehen Sie ihn an. Er ist ganz offensichtlich verrückt nach Ihnen. Meinen Sie? Aber was ist, wenn er doch nur Kinder will? Bin ich dann nur seine Gebärmaschine? Er sagte, das wäre ich nicht, aber... Wenn er das gesagt hat, können Sie ihm entweder vertrauen und müssen sich keine Sorgen mehr machen, oder Sie vertrauen ihm nicht und haben Ihre Entscheidung bereits getroffen. Ich vermute, so habe ich das bisher noch nie betrachtet. Ich vertraue ihm. Wenn er es gesagt hat, ich werde mit ihm reden. Ich habe am Terminal einen Rabatt für Sie eingestellt. Danke für Ihre Hilfe.
Dankeschön, sehr freundlich. Haben wir mal wieder ein bisschen Kuppler gespielt, warum auch nicht? Kann man mal machen. Okay, und dann kaufen wir doch einfach mal ein paar Fische. Warum nicht? Und natürlich auch noch die Modelle hier. Warum habe ich die eigentlich noch nicht? Ist ja verrückt. So, ich glaube, damit sollten wir dann so langsam alle Schiffe haben. Gut. Einfach mal alles leergeräumt, aber wir schauen noch mal kurz hier was bei der Tor Selbstverteidigung. Willst du zur Spezialeinheit? Denn hier gibt es auch noch einiges, sehe ich gerade. Oh, wir haben nicht mehr so viel Geld. Oh, ist das schade. Ich kaufe erstmal schwere Hautgewebe, glaube ich. So, dafür reicht's noch. Okay. Ja, die Verstärkerplatten sind egal. Der Schadenschutz ist nicht mehr drin. Kaufen wir noch hier. So, müssen wir mal wieder ein bisschen Geld sammeln und dann vielleicht nochmal, ja. Jede Asari hat Biotik, dann kann ich sie doch auch einsetzen, oder? So, die Frage ist, können wir jetzt noch... Du erstattest Zax alles zurück, hast du verstanden? Er weiß es. Keine Ahnung woher, ist auch egal. Erstatte ihm sofort alles zurück und dann bring deinen Arsch in Sicherheit. Ach, die hatte damit irgendwie zu tun. Lassen Sie mich in Ruhe, ich kann jetzt mit niemandem sprechen. Ja, ich weiß aber nicht mehr genau, wer Thex war. Der Name kommt mir bekannt vor, aber ich kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern. Naja, egal. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt hier keine Terminals mehr sind, die ich noch irgendwie aktivieren muss. Und wieder sagst du solche Sachen und... Ich weiß nicht. Es liegt vielleicht daran, dass dein Vater Batarianer war. Batarianer? Unsere Reportage dürfte Sie überraschen. Neue Daten von der Architektengewerkschaft. Gut, okay. Wir schauen noch mal kurz hier. Ob noch irgendwo was ist? Nee. Nichts dergleichen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zu Liara zurück und schauen mal, ob es denn jetzt reicht. Kann auch sein, dass wir noch ein zweites Mal dann irgendwelche Terminals bedienen müssen. Bin mir dann nicht mehr sicher. So, die sind immer noch nicht. Schauen wir mal. Geht's denn jetzt? Shepard, schön, Sie wiederzusehen. Also, was kann ich für Sie tun? Immer noch nichts Neues hier? Wir reden später, Liara. Ich bin verwirrt. Ich bin tatsächlich verwirrt. Ich habe das nicht mehr so anstrengend in Erinnerung, diese scheiß Dinger zu finden, ehrlich gesagt. So, wir gucken noch mal kurz hier. Vielleicht ist ja hier auch noch irgendwo eins, das ich einfach permanent übersehe. Bei 25 verkaufen. Ah, dieser Bolus nervt mich. So, vielleicht ja auch hier vorne. Wer weiß. Halt, achso, das ist bloß sowas. Das sind bloß die Schilder. Nee, hier ist nichts. Schade. Es wäre auch schön, wenn man irgendwie eine Anzeige hätte, wo man denn hin muss. Also wo man das, diese Teile hat. Aber es wird auch nicht angezeigt hier, ne? Blöd. Blöd, blöd, blöd. Das ist ja nur die allgemeine Karte eigentlich. Das sagt mir ja gar nichts darüber aus, wo diese Terminals sind. Wo muss ich denn hin? Sagt es mir doch. Ansonsten muss ich meine Aufnahmepause machen und suche, also eine Unterbrechung kurz machen und suche abseits der Aufnahme, damit sich das hier nicht allzu sehr in die Länge zieht. Es wäre wohl die günstigere Variante. So, gucken wir nochmal kurz hier. Wenn hier auch nichts ist. Okay. Gut, dann unterbreche ich mal kurz. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich weiß, wo ein weiteres Terminal ist. Bis gleich. Okay, es war irgendwie doch einfacher zu finden, als ich dachte. Wir sind wieder hier hinten. Also wenn wir mal kurz auf die Karte schauen, hier im hinteren Teil, da ist tatsächlich noch ein drittes Terminal, das wir hacken müssen. Es ist nicht zu fassen, aber die scheinen alle hier in der Ecke zu sein. Gut, wenn ich da mal gleich ein bisschen besser geschaut hätte, dann hätte ich mir wahrscheinlich dieses lange Rumgesuche sparen können. Aber was soll's? Man lernt ja aus seinen Fehlern. So, haben wir das auch? Und schauen mal, ob wir... Okay, wir müssen irgendwie... Für dich ist Eclipse der Spaß. Aber für mich ist es die Zukunft. Wahrscheinlich irgendwo hier drüben. Die Strategie meines Clans steht auf dem Spiel. Denken Salarien. So, schauen wir mal. Doch nicht. Okay, das wird wohl irgendwo auf. Hier sein, oder? Noch mal ab. Ach, da. Vielleicht muss man das... Shepard, hier ist Liara. Ich habe die Daten. Kommen Sie vorbei, wenn Sie mal kurz... Vertrau mir. Sehr gut, wir haben es. Drei Stück sind es also. Wieso kriege ich denn jetzt abtrünnigen Punkte? Was soll denn das schon wieder? Warum tut ihr das? Warum gebt ihr mir abtrünnigen Punkte? Ich mache da nur für Liara hier den Kram. Na gut, was soll's. Jedenfalls haben wir jetzt endlich die Terminals zusammen. Wenn ich nicht so blind gewesen wäre, wäre das auch relativ schnell und unkompliziert gegangen. Aber ich bin nun mal blind, so ist das eben. Jedenfalls haben wir jetzt die Infos für Liara und können dann hoffentlich jetzt mal ein Stück vorankommen.
So, aber ich glaube, wir haben gleich nochmal so ein ähnliches Spielchen. Und das spielt sich hier vorne ab. Das habe ich damit durcheinander gebracht, deswegen hatte ich jetzt solche Probleme die ganze Zeit. Shepard, schön, Sie wiederzusehen. Danke, dass Sie mir diese Systemdaten verschafft haben. Hier. Viel ist es nicht, aber ich hoffe, es hilft Ihnen bei Ihrer Mission. Erinnern Sie sich an den Shadow Broker? Mit den von mir besorgten Daten gelingt es mir vielleicht, den Informationsspeicher seiner Agenten zu finden. Ich habe viel um die Ohren. Wer ist der Shadow Broker gleich nochmal? Er ist der mächtigste und gefährlichste Informationsmakler der Galaxie. Niemand weiß, wer er ist. Angesichts seiner Ressourcen gibt es Spekulationen, dass es sich in Wahrheit um eine Gruppe handelt, die unter einem gemeinsamen Namen operiert. Sind Sie auf der Flucht vor dem Shadow Broker? Ich kann Ihnen helfen. Zutreffender wäre die Aussage, dass der Shadow Broker vor mir auf der Flucht ist. Unsere Wege haben sich kurz nach Ihrem Tod gekreuzt. Seitdem arbeite ich daran, ihn auszuschalten. Mit diesen Daten bin ich dem Ziel einen Schritt näher gekommen. Sie können nicht mit mir kommen, weil Sie hinter dem Shadow Broker her sind? Was wäre, wenn ich Ihnen helfe, ihn zu finden? Tut mir leid, Shepard. So funktioniert die Galaxie nicht. Ich muss Spuren finden, Informationen nachgehen. Ich muss arbeiten. Auf der Normandy kann ich das nicht. Ich wünschte, es wäre anders. Ich habe noch nie erlebt, dass Sie kaltblütig jemanden hinrichten wollen. Was hat der Shadow Broker Ihnen angetan? Ich habe mit einem Freund einen Job durchgezogen. Die Leute des Shadow Broker haben uns erwischt. Mein Freund konnte nicht entkommen. Ich weiß nicht, ob er tot ist oder noch verhört wird, aber ich muss ihn finden. Ich schulde ihm mein Leben. Ich will, dass der Shadow Broker für das bezahlt, was er getan hat. Sagen Sie mir, wenn ich sonst noch etwas für Sie tun kann. Danke, Shepard. Das werde ich. Nun, kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Wir reden später, Liara. Okay, Liara später helfen. Ich dachte, das wäre jetzt schon. Später mit Liara reden und fragen, bla bla bla. Vielleicht meldet sie sich auch nochmal bei uns oder wir müssen nochmal hierhin zurückkehren. Ich weiß es nicht so genau. Können wir denn... Wir gehen nochmal zur Normandy und kommen dann wieder hierher. Vielleicht hat sich das dann schon erledigt. Und los geht's. Vielleicht reicht das schon. Bin mir nicht sicher. Aber könnte ich mir vorstellen, dass dadurch einfach dann wieder getriggert wird, dass wir jetzt wieder dahin kommen sollen. Jedenfalls habe ich jetzt eigentlich nicht vor, noch irgendwelche anderen großartigen Abenteuer im Weltraum zu unternehmen. Jetzt gerade. Ich möchte eigentlich... Oh, ganz gern. Ich kürze das mal ab hier. Ich kann das nicht abkürzen. Ich dachte, man kann die Videos wegmachen. Hm, dann halt nicht. Gut, gehen wir mal kurz zurück. Normalerweise sollte das ja eigentlich reichen, weil wir dann ja scheinbar wieder Abenteuer im Weltraum unternehmen, aber auch nicht so wirklich. Mal gucken. Finde ich blöd, dass wir jetzt extra da diese Pause noch machen müssen. Aber ich hätte das ja auch schon vorher abgeschlossen, wenn ich gewusst hätte, dass da 3 Stück sind. Gut. Ja, das schwere Muskelgewebe haben wir noch dazu gekauft. Wieder zurück nach Ilium. Hat sich jetzt total gelohnt. Noch einmal den Ladebildschirm mitgenommen und dann schauen wir mal, ob es jetzt besser ist. Gut, wir nehmen wieder das Team mit, wie gerade eben schon. Tali und Garrus heißen sie. Ich bin heute irgendwie nicht so ganz auf der Höhe, habe ich das Gefühl. So, Singularität. Machen wir mal voll. Verbesserte Singularität. Singularitätssphäre macht mehrere Feinde für einen längeren Zeitraum handlungsunfähig oder große Singularität. Der Wirkungsbereich ihrer Singularitätssphäre erhöht sich. Machen wir mal die große. So, und unser Vorbilddingens ist voll. Wunderbar, das freut mich sehr. So, bei Garrus spare ich mal gerade noch, glaube ich. Ja. Und bei Tali haben wir ein bisschen was auszugeben. Gehen wir mal auf das KI-Hacken. Und die letzten 2 Punkte geben wir dann auf den Energieentzug. Verbessertes KI-Hacken. Ihr KI-Hacken sorgt für optimale Schildstärke und hält sie, auch wenn das Hacken sehr lange... Und hält sie? Achso, die Schildstärke wird gehalten, auch wenn das Hacken sehr lange dauern sollte. Jetzt habe ich es erst kapiert. Ihr drahtloses Signal wird verstärkt, sodass sie in einem größeren Bereich mehrere synthetische Feinde hacken können. Beim Bereichs-KI-Hacken. Ich nehme mal das Bereichs-Hacken. Warum nicht? So, noch ein bisschen auf den Entzug hier. Gut, dann geht's los. Habe ich vorhin nicht gemacht, weil ich ja vorhin erst mit der Aufnahme wieder gestartet habe, als wir auf Ilium angekommen sind. Deswegen habe ich die Punkte mal jetzt erst ausgegeben. Sind Sie Fariana oder Volus? Und haben Sie
meiner Methode versuchen, um mal zu sehen, woher der Wind geht. Eine Umweltanpassungstherapie. Na, ob die funktioniert, weiß ich ja nicht. So, aber Ivy hat jetzt nicht nochmal gesagt, dass wir hier wieder was haben, ne? Bitte sag mir, dass du was hast. Shepard, schön, Sie wiederzusehen. Also, was kann ich für Sie tun? Komm schon. Ich weiß, dass Sie den Shadow Broker suchen. Ich habe von Cerberus die Information, wo er sich aufhält. Interessiert? Was? Absolut, ich hatte keine Ahnung. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Okay. Wusste ich gar nicht. Sieht aus wie eine abgefangene Übermittlung zwischen Agenten des Shadow Broker. Einige Hinweise zum Standort und... Es geht um Farron. Er ist noch am Leben. Wer ist Farron? Er war ein Freund. Er hat mir geholfen, ihre Leiche dem Shadow Broker abzunehmen. Weshalb wollte der Shadow Broker meine Leiche? Er wollte sie an die Kollektoren verkaufen, aber Farron und ich haben das verhindert. Farron hat sich geopfert, um mich zu retten. Dann haben Sie mich gerettet. Und wie bin ich zu Cerberus gekommen? Nun, Sie haben mir die Informationen für Ihre Bergung gegeben. Vorher haben Sie mich mit Farron zusammengebracht. Danach habe ich sie Ihnen übergeben. Sie sagten, Sie könnten sie zurückbringen. Sie haben mich vor den Kollektoren bewahrt. Ohne Sie hätte ich nicht zurückkommen können. Danke. Ich wusste nicht, wie Sie sich nach der Wiederherstellung durch Cerberus fühlen würden. Hintergangen oder... Sie haben sie zurückgebracht. Und jetzt geben Sie mir eine Chance, Farron zu finden. Nach 2 Jahren hätte ich das nicht gedacht. Sie und Farron standen sich wohl nahe. Schon lustig. Er hat mich mehrfach hintergangen. Er arbeitete sowohl für Cerberus als auch für den Shadow Broker. Aber am Ende hat er sich für mich geopfert. Ich schulde ihm was. Wenn er 2 Jahre lang Gefangener des Shadow Broker war, ist er vermutlich nicht in guter Verfassung. Ich weiß. Gestern wollte ich nur die Chance für ihn, Rache zu nehmen. Heute weiß ich, dass er lebt. Ich tue alles, was nötig ist, um ihn zurückzuholen. Jeder Freund von Ihnen ist auch mein Freund. Was ist der nächste Schritt? Ich weiß nicht. Vorbereitungen treffen, nachdenken. Ich gehe nach Hause. Benutzen Sie mein Terminal, wenn Sie lokale Informationen brauchen. Sind Sie okay? Ich habe 2 Jahre lang meine Rache geplant. Jetzt habe ich die Chance, eine Rettungsaktion daraus zu machen. Ich möchte helfen. Kann ich in Ihr Apartment kommen? Okay. Hoffentlich habe ich bis dahin einen Plan. Danke, Shepard. Okay, wunderbar. Dann hätte ich jetzt eigentlich gar nicht gehen müssen, wieder zur Normandy. Aber da stand drin, warten. Deswegen habe ich das gemacht. Ist ja ein bisschen bescheuert gemacht, aber egal. Gut, benutzen wir mal das Terminal. Hier gibt es nichts Neues. Da hätte jetzt bloß drin gestanden, wo wir Samara finden und wo wir Thane finden. Aber sowohl Lyra als auch Nyxeris, wie ist sie, Nyxeris? Ich glaube, ne? Sind weg. So, die Frage ist, wo kommen wir jetzt eigentlich zu ihr hin? Müssen wir dazu wieder zur Andockbucht gehen? Oder ist das vielleicht eher bei den Shuttles? Ich bin mir nicht ganz sicher. Da wir jetzt schon hier in der Nähe sind, gehen wir erstmal zur Andockbucht, würde ich sagen. Aber ich vermute bald eher, dass es die Shuttles sein werden. So, da drüben ist schon die Normandy. Ist ja wirklich gleich um die Ecke, von daher kein Ding. Schnell gemacht. Okay, hier ist es nicht. Dann also mal hin zu den Shuttles. Einmal quer durch Ilium gerannt. Wir haben ja sonst nichts zu tun in jedem langen Tag. Wie lange bin ich jetzt schon auf der Suche danach, was ich machen muss, um mir die Shadow Broker Sache zu machen? Keine Ahnung. Wird wahrscheinlich mal eine längere Folge werden hier. Was soll's. Und der Volus quatscht auch immer dieselbe Scheiße. So. Schnell weg von dem. Der nervt mich nämlich ganz schön. So, ich habe die gerade mal ein bisschen quatschen lassen im Hintergrund. Ich dachte mir, kann man ja auch mal machen. Ich muss ja nicht immer drüber quasseln. Ich bin sowieso ein Vielquatscher, wie ihr bestimmt schon festgestellt haben dürftet. Ein Beispiel. Du kennst doch diese neue Droge. Von daher, ich überquatsche bestimmt sowieso viel zu oft irgendwelches Zeug. Die ist schrecklich. Für den Versand brauchst du
gebraucht. Reinblüter sind eine Verschwendung von genetischem so, Potenzial. So, können wir denn hier irgendwie... Dadurch kommt es zu Rückschritten wie den Ardat Yakshi. Hey, ich mag Reinblüter auch nicht, aber das geht jetzt etwas zu weit. Können wir denn hier irgendwie mit den Shuttles liegen? Oder wie sieht das aus? Okay, hör zu. Du erstattest Zax alles zurück. Hast du verstanden? Nee. Er weiß es. Keine wie Ahnung. Muss ich denn, wo muss ich denn... Ach, hier, Taxikonsole. Ich wollte schon sagen. Zurück. Gut, da können wir zu Liara's Apartment. Wunderbar. Sind wir mal gespannt, wie Liara denn so lebt.